allererste Fahrerin hat den zweiten Lauf bereits absolviert. Caitlin McFarlane, die Französin. Australischer Vater, britische Mutter, aber für Frankreich startend. Und das hier ist die Premiere für Jennifer Germane. Aus Lettland hat sie den Sprung geschafft in den zweiten Durchgang. Premiere für sie im erst zweiten Weltcuprennen, bereits in der Entscheidung mit dabei. Mit der hohen Nummer 53. Das hat einen super Job gemacht, hat nämlich noch einen Fehler gehabt, kurz vor dem Ziel. Also, die Grundspeed ist voll da. Steht super am Ski. Das ist ein komplizierter Lauf. Also, da sind viele Kombinationen drin. Viel mehr noch Rhythmuswechsel wie im ersten Lauf. Drehende Abschnitte, nicht der ganz schnelle Abschnitt, wo da schnell auf dem Zug kann, wo sie jetzt gerade drin ist. Da traut sie sich jetzt nicht ganz attackieren, weil sie natürlich die Punkte irgendwo holen will. Das ist ein großer Tag für Germane, für Lettland und natürlich auch zuvor für McFarlane. Es ist der Premiere-Tag, was die Weltcup-Punkte angeht. Es gibt die allerersten Weltcup-Punkte für sie und für Lettland. Für Lettland sind es die ersten Punkte seit Januar 2017. Germane erst 20-jährig. Bin gespannt, was da noch kommt von ihr in Zukunft. Ja, angereicht. Cornelia Ölund, sie aus Schweden, wohnt in Åre und sie ist auch eine junge Athletin, noch jünger als Germane. Sie ist erst 18-jährig. Und auch sie eine Nummer über 30, die sie qualifiziert hat. Insgesamt 8 Athletinnen mit dabei, mit einer Nummer höher als 30. Sie reagiert immer ganz gut, wenn sie einen Fehler macht. Jetzt ist er einmal der Russenski weg. Nachher hat sie probiert, wieder mehr drüber zu gehen. Also sie ist wach. Und ihr ganz klar erklärtes Ziel in dieser Saison. Sie will beim Weltcup-Finale der besten 25 mit dabei sein. Ölund, sehr eine ehrgeizige junge Athletin, aber auch mit großem Potenzial. Und sie übernimmt hier deutlich die Spitzenposition. Zum dritten Mal Weltcup-Punkte in dieser Saison für sie. Auf den Tribünen im Ziel. Und sie werden als nächstes Thea Stjernesund empfangen. Die ersten Tore sind nicht ohne da, die steilen ersten 5 Tore. Nicht einfach zum Trikot, danach wird es flacher. Thea ist ja am Arbeiten, dass sie eben nicht zu viel mit Kopf fährt. Dann hilft so ein Lauf nicht wirklich, weil da sagen natürlich die Trainer dann auch, hey, da Kopf einschalten und der ist bei ihr eben eh schon immer auf Hochtouren. Sie ist noch knapp auf Augenhöhe mit Ölund. Letzter Abschnitt muss jetzt entscheiden, dieser stark drehende letzte Abschnitt. Schön. Trotz Schwierigkeiten in diesem Lauf meistern eigentlich die Athletinnen es ohne Probleme. Ja. Und später dann auch noch Lara Della Mea. Das war oben extrem schnell im ersten Lauf. Und jetzt fängt es wieder leichtfüßig an. Gehen wir ein bisschen nach dem Tor. Nach dem Tor noch mehr Druck wie Ölund. Ölund hat das ganz clever gemacht, ist da sehr smart durch diesen Kurs hindurchgefahren. Und wir haben wieder Rossetti extrem können beobachten, wie sie Mühe hat, wenn das Tempo vom Lauf gerade nicht so hoch ist, um den Ski auf Beugung zu bringen. Und jetzt? Ein Fädler, was war da los? Nein, da nicht eingefädelt. Da auch nicht. Ah, da hat sie sich verfahren. Das ist die Banane, oder? Ja, das ist ein Doppel. Da muss man unten vorbei und sie ist oben durch. Hat es noch in Killington und jetzt zweimal teuer bezahlt. Bianca Backe-Westhoff auch zum dritten Mal bereits in der Entscheidung mit dabei. Norwegerinnen haben da ein weiteres Juwel im Anmarsch. Sie 23-jährig.
Erste komplette Weltcup-Saison im Slalom. So attackiert wie die Ölund hat jetzt noch keine. Es ist schon viel stabiler wie eine Ölund, aber macht viel weniger draus. Ist auch 5 Jahre älter bereits Bianca Backe-Westhoff. Also die Leichtigkeit, die ist ihr in diesem Lauf nie richtig gelungen. Gell, der Zielhang, der ist steil. Das sieht man nicht so gut, weil es von Seite gefilmt ist, beziehungsweise weil es sowieso schwierig ist, das einzufangen. Smart bisher mit einer mehr oder weniger durchzogenen Saison, nur die Ränge 26 und 27 bisher auf ihrem Resultatplatz stehen. Schön. Sie fährt schon cool. Also es ist halt, sie ist einfach so klein und so dünn, dass es so kindlich aussieht, wie sie fährt, aber da ist schon viel Power dahinter. Schön, wie sie auch wirklich probiert, über den Aussenski den Druck aufzubauen. Und jetzt ist auch wieder Vorwärtsbewegung drin. Da ist jetzt was gegangen. Das ist sicher ihr bester Lauf dieser bisherigen Saison. Und die drehende Kurssetzung, die kommt ihr sicher entgegen hier im Steilhang. Da kann sie ihre starke Technik ausspielen. Super Winkel. Jetzt Golo. Ab der letzten Hornadel ja nicht mehr zu viel Kurven und dann passt es. Smart ab der ersten Zwischenzeit. Die schnellste Athletin und endlich mal darf sie jubeln in dieser Saison. Das finnische Team hat sich komplett neu aufgestellt. Neuer Cheftrainer mitten in der Saison. Die Auswirkungen auf die schlechte Personalplanung oder die schlechte Personalwahl sind die Resultate der Athletinnen. Vor allem zu sehen an Anna Butzig. So einfach lasse ich sie jetzt nicht gehen. Also ich finde, auch wenn man jetzt vielleicht nicht das perfekte Teamgefüge gerade hat, muss man und kann man sich technisch weiterentwickeln. Bei ihr ist jetzt eher ein Rückschritt gewesen. Und ich meine, um an deinen Sachen zu arbeiten, die du seit 10 Jahren schaffst, brauchst du auch nicht jeden Tag einen Trainer dazu, der es dir sieht, sondern du musst dich selber halt auch mega an der Nase nehmen und immer ehrlich sein zu dir selber und konsequent an dem weiter schaffen. Sie ist 30-jährig bereits. Die Erfahrung, die hat sie natürlich. Von starke Vierte in Courchevel. Bestes Karriereresultat. Und das in der ersten Saison nach ihrem Kreuzbandriss, ihrem zweiten. Auch besser drin als im ersten. Ja, oben hat sie mir am ersten schon gefallen, aber dann hat sie wie so ein bisschen den Mut verloren. Jetzt, wie macht sie das mal? Gut. Da ist jetzt Überzeugung dabei. Und schön flüssig. Sie hat ein gutes Gespür zum Kanten dann auch wieder auslassen. Jetzt hört sie natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer unten. Die tobende Menge. Die Probleme nochmals kurz vor dem Ziel. Korrigiert. Smart 52,68. Das gibt die deutliche Bestzeit. Trotz dieses Fehlers. Wow. Es ist kein Fehler gewesen. Es ist sogar gut gewesen, weil du musst in die letzte Hornadel nur noch ganz so drei schaffen. Gleich. 3 Französinnen sind mit dabei. Und das ist schon ein sehr positives Zeichen. Chiara Pogno, eine dieser Dreien. Aktuell auf Rang 7. Caitlin McFarlane. Es ist ja ein Team, das sich wieder aufbaut, nachdem Nastassja Nohaus zurückgetreten ist, die jahreweise mit dabei war. Lange in den Top 15, später dann noch in den 30. Ah, Schatz, der hat gekostet. Uiuiui. Da ist die Zeit jetzt weg und irgendwie auch der Rhythmus. Also sie ist da nicht mehr so wirklich drin. Timing passt da nicht ganz.
Schade. Also Bonio und Lamür für mich absolute Top-Shots eigentlich, wo einfach noch nicht genau wüssten, was sie ihnen steckt oder wie sie es genau noch umsetzen am Renntag. Erster Lauf war heute ein Versprechen für das, was kommen könnte. Die hat schon einiges mehr an Erfahrung gesammelt im Weltcup. Eigentlich sollte man ja mal ihren Bruder einblenden, während sie fährt. Das ist ihr Servicemann. Und er geht voll ab mit neuer Fahrt. Hatte vor einem Jahr blaue Haare, lange, weil Dvornik ein Top 15 geliefert hat in Levi zum Saisonauftakt. War so eine interne Familienwette. Besser wird Jingle Bell singen im Live-TV. Genau. Das hat der Klaus Meierhofer in Courchevel machen müssen. Trainer des österreichischen Teams nach dem Podestplatz von Katharina Truppe. Auch das ein Wetteinsatz. Neja Dvornik heute auch deutlich geschlagen, auch nie so wirklich in diesen Lauf reingefunden. Hätte einfach nicht, wie ihre Ski-Zwillingsschwester Bonio da einparkieren. Nein, kommt da besser durch. Und ihr nicht absolut befreite angreifen. Boah, jetzt ist alles da. Gerade schön gewesen, die Einstellung von hinten. Also gibt denen noch 2-3 Jahre. Und das gut. Es ist solid, es ist super, aber es ist einfach noch zu wenig Angriff. Also da braucht es jetzt schon wirklich einiges. Man muss schon smart sein in dem Lauf, aber überdenken und den Bus nehmen, mag es ihn doch nicht leiden. Da haben es einfach zu viele und zu gut getroffen. Rast ist die erste als 18. und sie nimmt 3/10 Vorsprung mit. Ja, mit einem Traumlauf ist da vieles möglich. Also 62 Hundertstel fehlen ihr auf der 8. Platz. Aber was ist da los? Kommt auch da wieder nicht auf Tempo. Setzt halt der Ski extrem hart am Ansatz. Sie findet wie das Gespür nicht, den Ski gehen zu lassen. Auch in diesem zweiten Durchgang nicht. Ja, aber das Golo ist ja oft nach dem Tor, dass zu lange auf der Kante sind. Und ich habe bei ihr das Gefühl, sie murkst am Ansatz ab. Weil sie dort auf das Mal alles drauf geht, ohne dass sie über die Schaufel den Schwung aufbaut und so den Ski zuerst mal in die Biegelinie bringt und dann so einen Rebound kreiert. Sondern es ist einfach so, wird drauf gegumpelt auf den Ski. Und es kostet so viel Tempo. Und auch Zeit. Das ist enorm, wie viel Zeit da liegen bleibt. In Christine Lüstal. Nochmal eine sehr hohe Nummer. Das ist jetzt die letzte mit einer Nummer über 40. Und sie braucht so eine Platzierung rund um die Top 15 heute, damit sie den nächsten Rennen in der Top 30 starten kann. Also er hat jetzt ja wirklich fleissig gepunktet, hat super Resultate gehabt. Und man sieht jetzt da ihr auch an, dass sie mal einig ist, wo in der Top 7 gestartet ist. Sehr spritzig, agil. Angreifig jetzt da, der Fehler. Jetzt wird es langsam eng mit dem Lead. Wen geht's dir? Irgendwie nicht. Die Stimme ist am Anschlag. Mehr als Christine Lüstal auf der Piste. Das wurstet nur noch neben mir. Also komm, unten verlieren jetzt irgendwie alle viel. Ja, Gallhuber ist einfach auch hervorragend gut gefahren. Des ersten Durchganges Katharina Huber.
so einen explosiven Start und dann gerade quergestellt beim ersten Lauf, beim ersten Tor. Das hat jetzt irgendwie nicht ganz zusammengepasst für mich. Sie wahrscheinlich die technisch schönste im österreichischen Team. Eine richtige Stilistin. Aber sie hatte auch lange zu kämpfen damit, irgendwo das Gaspedal zu finden. Ja, aber jetzt ist es da. Hey. Also, oh, der Schwungaufbau, genau das, was wir bei Gamirasch besprochen haben, was nicht funktioniert, funktioniert jetzt da super, oder? Das, am Ski den Moment Zeit geben, auf den Karf zu kommen, sich zu bügen und dann Druck geben und dann sofort wieder weg. Perfekt. Wie schlägt sie sich gegen Katharina Gallhuber? Jawohl, österreichische Doppelführung. Zwei Katharinas übernehmen die Spitze. Huber vor Gallhuber. Smart hat bereits 6 Plätze gewonnen, liegt aktuell auf Zwischenrang 3. Kann sie die Schönheit ablegen und Gas geben? Das ist die Frage nach dem ersten Durchgang, den sie zu sauber absolviert hat. Ist eigentlich ganz cool, dass sie jetzt gerade nach der Katharina Huber kommt, weil sie so ähnlich halt schön fahren und ihr Problem ist, dass teilweise eben das einfach schöner aussieht, als es schnell ist. Und Katharina Huber hat es sensationell hergekriegt jetzt auf den zweiten Lauf. Elli ähnlich, aber eben weniger gut. Nach dem Tor einfach noch sehr, man sieht viel Belag, heisst Fahrt. Es bremst. Und Tor noch lang auf der Kante. Auch noch folgt der letzte italienische Trumpf. Lara Della Mea, so überzeugend in Durchgang 1. Erste 4 Tor genutzt, um den Rhythmus zu finden. Und oben liegt einiges drin im Vergleich mit Huber. Würde drin liegen, Della Mea in etwa gleich schnell. Das Tor in alle Mühe, der muss so glatt sein. Also, 3 Quersteller jetzt in dem Hang drin und schon sind 7 Zehntel weg. Weitere Zehntel sind dazugekommen. Lara Della Mea lässt auch etwas die Leichtigkeit des ersten Laufes vermissen, als mehr Tempo drin war. Ähnlicher Bereich wie bereits zuvor gefahrene Athletinnen. Viel großer Zeitrückstand. Einzige bisher gefahrene Schweizerin gehört auch zu den geschlagenen Gamirast, 15. 10 Ränge verloren. Nach hier noch Truppe und Lienzberger. Kann sie das durchziehen, was sie oben begonnen hat, dann wäre das hervorragend. Bleibt da cool bei dieser Stelle, wo alle so ein bisschen wegrutschen? Achtung! Ja. Geht noch auf. Hüfte wieder nach oben, dann geht's flotter weiter. Hat gute Hornadeln. Ist natürlich viel wert, wenn es so viele rein hat und die fährt sie wirklich kurz. Hat mehr Mühe in der Trendetor und die kann jetzt. Jetzt kommt dann nochmal so eine Haarnadel und dann Tempo aufbauen. Aber gegen Huber wird das schwierig, ja auch gegen Gallhuber. Trotzdem für Gritsch ein Top-15-Ergebnis könnte da noch drin liegen. Thank you.
In Courchevel war sie 10. nicht zufrieden, weil sie eben nicht gelöst gefahren ist. Jetzt kommen die Tore, wo Huber so gut gefahren ist. Ah, ein doppelt weiter Weg. Platz nicht wieder. Nicht berührt. Auch in diesem Bereich ist Huber allen davon gefahren. Wechsel sind nicht mehr so gut wie vor der Verletzung. Sie schiebt den Ski nur so nach außen beim Ansatz. Also das ist so das, was ich jetzt bei ihr arbeiten würde. Der Schwungwechsel, dass sie dort wieder besser mit dem Körper über die Bindung kommt. Und dann der Punch, den sie ja so ausgemacht hat, warum sie auch redet. Erster Lauf war sehr gut bei Meja. Jetzt wieder genau gleich zutrauen, genau gleich mutig mit dem Gefühl, das sie ja sowieso hat. Die ersten Tore waren etwas zögerlich. Ja, zögerlicher wie im ersten Lauf. Zeitverlust bleibt im Rahmen. Kommt raus dazu. Kommt da ohne Problem durch. Lass den Ski laufen. Braucht wohl etwas Reserve für den Zielang, wenn sie die Führung übernehmen möchte. Hat aber eine halbe Sekunde Rückstand, also auch Meyer droht zurückzufallen. Komm, da wäre alles da. Lass laufen. Ohne Fehler, auch dieser Lauf. Der letzte Zug ist etwas weggegangen. 63 Hundertstel bleibt im Rahmen. Es gibt auch für sie ein Ergebnis um den 15. Platz rum. Aber weißt du, was das Gute ist? Das ist jetzt nur noch im Kopf. Das ist jetzt Zutrauen. Und da kann sie so viel mitnehmen. Wenn sie sich das anschaut, das Video, dann wird sie sagen, hey. Da würde so viel mehr gehen. Ich hätte es drauf. Ist wirklich, das nächste Mal kann ich es. Es sind kleine Schritte, die sie macht. Und sie hat auch, das ist auch etwas Gutes, zum 5. Da wird sie vehement auf die Piste geschickt. Ja, ja, ja. Bereits wieder Mühe. Zweites Tor. Es gibt es ja eigentlich praktisch nie, dass Petra so ohne offensichtlichen Grund 10. ist. Ich habe noch Kontakt mit Mauro Bini, mit ihrem Trainer, und er sagt, es gibt so Tage, da gibt es keine Antworten. Sie müsste doch jetzt da weit vorausfahren, also wenn sie noch irgendwie eine Chance haben, die Top 5 anzugreifen. Hat 2,4 Sekunden verloren im ersten Lauf. Natürlich, Vlhová will in jedem Rennen auf das Podest, aber kämpft hier gegen Katharina Huber und Gall Huber um die zwischenzeitliche Führung. Das wird eng. Österreich oder die Slowakei? Uiuiui, 700. zugunsten von Petra Vlhová. Immerhin die Führung und grün im Ziel. Top 10 ist natürlich auch wichtig für den Kampf im Slalom-Weltcup. Dort ist sie ja hinter der Schifrin, weil sie in Levi ausgeschieden ist. Das wäre sie eh vorne. Ja, hat einen Nuller geschrieben. Der Einfädler, wo sie so viel Vorsprung hatte, bei der zweitletzten Zwischenzeit im zweiten Lauf. Also, das hat sie sowas von heim gefahren. Und sie ist auch beobachtet worden beim Besichtigen, wie sie immer wieder die Ski wechselt. Letzte Schweizerin, hervorragend gefahren im ersten Lauf. Noch nie so weit vorne. Bei Halbzeit. Das ist Überzeugung. Also nur schon die ersten 5 Tore, das gefällt mir. Und das ist schön, weil sie das erste Mal mental in dieser Situation, hey, jetzt darf ich es nicht vergeigen, ich bin da in der Top 10 nach dem ersten Lauf. Aber das sieht einmal nicht nach Verwaltung aus. Nimmt oben Petra Vlhová eine Viertelsekunde an. Gut. Spritzig bleiben da. Jawohl. Mit ein bisschen Platz 3. Und jetzt aber laufen lassen. Gut, weiterhin vor Petra Vlhová. Schön, wie sie den Oberkörper schön kneigt, ein bisschen nach vorne hat. Der Zielhang jetzt. Bis jetzt kein Fehler, keine Unsicherheit. Kurz bleiben.
Nicole Gaud auf dem Weg zu ihrem ersten Top 10 der Karriere. Jawohl! Ihre Gegnerin Petra Vlhová, vierter Platz. Es ist eben sehr eng dort, aber das ist ein Top-15-Ergebnis und davon hat sie bis jetzt zwei zwölfte Plätze und heute gibt es mindestens Platz 13. Super Job gemacht. Da hat es halt ein paar Spuren, die hat sie noch nicht top getroffen. Aber sie ist mutig geblieben. Ja. Und das wenn du gehst in einen falschen Rhythmus rein, es ist schwierig rauszugehen und das war leider für mich so. Ich bin so ein bisschen langsam gestartet und habe nicht weitergezogen, also nicht schneller gezogen, halt behalten den ganzen Lauf und leider passiert, aber nächste Chance ist schon bald wieder. Was können Sie trotzdem etwas aus diesem Rennen für sich selbst mitnehmen, vielleicht auch aus dem ersten Lauf? Ja, es sind immer neue Sachen zu mitnehmen, also Sachen, dass wir können dann drauf arbeiten im Training. Und habe gesehen heute, wenn viele eröffnet Tor sind, habe ein bisschen das Tendenz zum Einschlafen und nicht weiter pushen. Und das ist genau so im zweiten Lauf passiert, waren 6-8 Tore rechts, links und das war lang. Dankeschön. Die Menge tobt, es bahnt sich ein weiteres Duell innerösterreich an. Katharina Truppe gegen, nein, es führt ja nicht mehr Huber und Galhuber, es ist ja Vlhová mittlerweile vorne, Truppe hinter Gaud zurückgefallen. Und Courchevel hat sie eingefädelt, trotzdem heute Morgen gewohnt angriffig unterwegs. Skispitze schon mal in der Luft. Im Steilen geht das, ihre Position ganz hinten, jetzt muss sie aufrechter stehen. So ein Kraftpaket. Schiebt aber ab und zu schieben, zu weit für meinen Geschmack. Aber eben, jetzt liegt, jetzt wird alles entschieden. Also da jetzt, der Bereich, wo die Flüssigen da sind. Irgendwie dabei sein. Wird drehend. Und da entscheidet sich eigentlich alles. Mit einem Rückstand da reinfahren ist kein gutes Nein. Omen. Gerne. Und es ist, wie du vorher gesagt hast, sehr eng. Sechster Platz, 27 Hundertstel nur der Rückstand von Ellie Nollmeier. Oh yeah. Zara Hector fällt da weiter zurück. Wir fallen auf Rang 18 wegen eines Fehlers. Die ersten Tore, die sind sehr schwierig. So hart, sie startet wieder. So, schon fast ein bisschen ungelenk. Jetzt ist sie drin. Boah, schlicht sie schon gut. Das ist wieder schön, ihr zuzuschauen im Vergleich mit der letzten Saison. Ja, viel schöner. Hat jetzt auch eben wieder das Schlängliche, sage ich jetzt mal, wo sie nur gerade so viel macht, wie nötig ist. 13. Das ist ein gutes Polster, ein sattes Polster für die letzten Tore. Weiter Weg einmal. Boah, das ist ein Ding. Vlhová 51,99. Nein, und eine Hundertstel vor Nicole Gaud. Schade. Lena Dürr, 1,6 Sekunden hinter Schifrin zurück. Knappe 8 Zehntel ihr Vorsprung gegen Vlhová. Und sie, ähnliche Situation wie Lenzberger, muss sich von einem Ausfall so ein bisschen regenerieren im Kopf. Der erste Lauf hat Vertrauen gegeben, das ist jetzt richtig spritzig. Da ist jetzt so ein Risiko dabei gewesen, in den Hang drin zu fahren, obwohl es dort glatt ist, hat es super gemacht. Im ersten Lauf war sie noch nicht so gelöst unterwegs. Nein. War noch deutlich mehr Sicherheit drin. Jetzt ist das ein Angriff auf das Podest. Lena Dürr. Jetzt die entscheidende drehende Tor, die kann sie mittlerweile eben auch sensationell. Sie zeigt, warum sie in der letzten Saison ein Rennen gewonnen hat. Das ist große Klasse. Lena Dürr, die beste deutsche Slalomfahrerin, ist hier an der Spitze. Was für ein Auftrag. Wow. Da haben jetzt Gisin, Sven Larsson und Molzen eine sehr, sehr große Hürde zu meistern. Eine hohe Hürde.
Lienz und Gisin und Slalom, das ist eine Liebesbeziehung. Zweite 2019, dritte 2019 meine ich und dritte 2021. 2023 entscheidet sich jetzt. Schwieriger Start. Schrecksekunde. Ja, Schrecksekunde. Ihre fehlen ja nur 700 Stel aufs Podest. Aber die Tür ist ja jetzt für dich geschossen. Hey, die hat da wenig verloren. Trotz dieses Fehlers, trotz dieser Schrecksekunde. Sie hat den Rhythmus gefunden, aufgenommen. Der Bereich ist teuer, sensationell gefahren. Wie kann sie da mithalten? Leicht verloren und nur... Aber wenig, wenig. Wenig verloren. Das ist spritzig, das ist ganz gut gewesen. Jetzt dann gleich noch die drehenden Tore nach der dritten Zwischenzeit. Michel Gisin weiterhin auf Augenhöhe mit Lena Dürr. Und das in einem Slalom. Diese Disziplin, die sie praktisch nie trainiert hat in diesem Vorbereitung. Gegen Dürr wird es schwierig. Dahinter hat es enorm viel Platz. Es ist Rang 2 und nur um 11 Hundertstel. Boah, diese Leistung von Gisin im Slalom. Das ist der Wahnsinn. Jetzt fährt die auf 11 Hundertstel auf die Tür her, wo wirklich da jetzt, weil sie so wie gestoppt hat, Angst gehabt, dass sie gefährdet hat. Aber alles im grünen Bereich. Sie hat gesagt nach Courchevel, ich will einfach oben nicht wieder die Langsamste sein. Und dann liegt noch so viel drin und setzt gleich um. Und weißt du, wie sie es gemacht hat? Sie hat Männer analysiert von Madonna di Campiglio, die einen flachen Start haben, und hat sich dort ein paar angeschaut, die ähnlich fahren, also eher so Schleichertypen. Und es hat sich also mega ausgezahlt. Ja, und es ist alles offen für ein weiteres Podest in Lienz. Schwünge, ihr Trainer hat auf jeden Fall den Kurs gesetzt. Ganz anderes Stil, wenn wir schon gesehen. Verliert da mehr auf die Tür? Mit Michel? Die sind liegt nur 1/1000 zurück. Dies noch einmal zur Erinnerung. Mm-mm. Aber egal, was da rauskommt, am Ende Sven Larsson ist definitiv wieder eine andere Fahrerin als zu Beginn dieser Saison. Ja, also das hast du jetzt gut gesehen. Es darf nämlich jetzt da nicht auf der Strecke bleiben. Das ist ein Quantensprung für sie. Hat eben in den letzten paar Rennen über 2 Sekunden verloren, jeweils im ersten Lauf. Ja, war 15. in Courchevel, oder? Ja. Also, und hier fährt sie auf Rang 3, auf einen guten dritten Rang. Das gibt mindestens Platz 5. Vor diesem Rennen hieß es aus Schweden, alles zwischen 6 und 15 würde sie sofort unterschreiben. Jetzt ist sie Fünfte. Was ist ihr jetzt gönnen? Wenn du so neben der Spur bist und die Saison ist voll am Laufen. Ja, eben grundlos. Ohne Krankheit, ja. Verletzung, einfach von heute auf morgen. Aber was sich schon eingeschlagen hat, ist Rückenweh. Und Lena Dürr, Michaela Schifrin, eine von diesen dreien wird dieses Rennen gewinnen. Molzen vor einem Jahr am Semmering auf Platz 2. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Es war auch ein Doppelsieg hinter Michaela Schifrin. Super Start. Mhm. Super Start von Molzen. So sicher unterwegs, schon am Morgen. Ja, aber trotzdem die Risikobereitschaft. Da hat zwei, dreimal einen weiteren Weg in Kauf genommen. Super gesehen. 4 Zehntel sind weg. Also super im Sinne von nicht eingefädelt, weil es hat gerade so gewirkt. Ui, Rücklage. Wieder nach vorne jetzt, vor allem im Steilen. Jetzt wird es richtig eng, weil wenn sie tief macht, dann tut es sich da natürlich schwer in den Trend. Nein, da rutscht sie aus und ist weg. Paula Molzen. Gisin auf dem Podest. Michel Gisin auf einem Slalom-Podest. Wahnsinn. Nach 8 oder 10 Tagen Slalomtraining. Wechsel in die Speedgruppe. Jetzt steht sie auf dem Slalompodest. Nicht, weil sie profitiert. Nein, weil sie extrem stark gefahren ist. Molzen fädelt da ein. Die Frage ist nur noch auf dem 2. oder auf dem 3. Platz. Das alles entscheidet jetzt
Michaela Schifrin, 1,6 Sekunden groß ist ihr Vorsprung. Wieder eine Augenweide, was sie zeigt. Einfach nur genießen. Das war auch für sie ein Genuss, der erste Lauf, hat sie gesagt. Es hat einfach alles gepasst. Top-Linie, kurzer Druckpunkt. Das Risiko dort, wo sie es vertreibt, danach gibt sie sich sofort wieder den Platz. Eigene Liga, eigene Liga, Michaela Schifrin. Die steigert sich immer noch. Auch nach 92 Weltcup-Siegen wird sie besser und besser. Dominiert die Konkurrenz. Das ist Wahnsinn. Michaela Schifrin, 2,34 Sekunden. Eieiei. Wer hätte das gedacht? Oh, in Levi, wo Petra Vlhová sie so im Griff hatte. Und jetzt hat sich das Blatt wieder total gewendet. Wie geht das? Ja, Weihnachten sei eine schwierige Entscheidung gewesen. Trainieren wir, spannen wir aus. Sie sagte, wir haben Double Sessions gemacht. Also Slalom und Riesenslalom am gleichen Tag. Es hat Spaß gemacht, es war streng, aber es gab mir ein richtig gutes Gefühl. Und das ist eben der Champion. Von nichts kommt nichts. Aber wie die immer, immer die Motivation auch findet. Die könnte ja sagen, ich bin so gut. Ein, zwei Tage mal ausspannen. Nein, macht sie nie. Das gibt's nicht. Nein. Wie man so energetisch schafft überhaupt. Also weißt du, dass man auch gerne Pause braucht. Abartig, Michaela Schifrin. Oder eben auch mal an einem Renntag sieht, hey, ich bin heute mental irgendwie nicht so. Gott, das gibt es bei ihr auch, aber dann ist sie halt der Dritte oder so. In diesem Moment wird sie einrahmen zu Hause, Michelle Gysin. So richtig genießen. Das ist ein Meilenstein in ihrer langen, langen Karriere. Dieser Podestplatz in Lienz. Wahnsinn. Es ist ihr 8. Podestplatz im Slalom. So verdient. Und den wird sie genießen. Auch alle ihre Kritiker, alle Kommentarspalten waren voll nach diesem Wechsel im letzten Jahr. Auch persönlich wurde sie angesprochen. Jetzt ist sie zurück auf dem Podest. Dritte Indiens. Und auch stark Lena Dürr. Einmal mehr beweist sie, dass sie zu den besten Slalomfahrerinnen der Welt gehört. Zu den Top 3 eigentlich. Und einen weiteren Sieg feiert Michaela Schifrin. 93. Weltcupsieg, 5. Sieg in Lienz. Damit hat sie auch Marlies Schild hinter sich gelassen. Schild hat 4-mal den Slalom gewonnen hier. Schifrin jetzt bei 5 Siegen, 3-mal im Slalom, 2-mal im Riesenslalom.